Die drei Sachen brauche ich jetzt. Hier muss dann nämlich der Tisch rein. Hier muss der Drain rein. Und hier das Faucet, damit es darauf laufen kann. So. 2, 4, 5, das sollte reichen. Packe die Smeltery hier rein. Ich kann natürlich auch einen Boden rausnehmen, komm. Aber mit der Steinspitzhacke, das weiß ich. Da war sie. So. Spiel zu Einzelspieler. Wer ist ein Texture Pack? Das Texture Pack ist Standard und Einzelspieler, ja, spiele ich gerade. Mit Mods, ja. Das ist das Sky Factory 3 Mod Pack. Für die, die es nicht kennen. Weiß gar nicht, wie viele Mods da drin sind. Kann ich gar nicht sehen. Aber es ist das Sky Factory 3 Mod Pack. Maskun Stream. Hattest nur ein oder zwei Schuhe, dachte mir, könnt ihr mal machen. Hab's auch nicht ganz viele Abos, aber mehr Zuschauer gerade im Moment. Ist auf jeden Fall nett von dir, Top Gamer. Vielen Dank dafür. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr öfters mal bei seid, aber ich will dir die Zuschauer jetzt nicht wegnehmen. Nein, aber vielen Dank dafür. Hab mich gefreut. 8 Zuschauer momentan. Ich will gerade. Die müssen jetzt ja hier hin. So, ich muss doch noch ein bisschen weiter breiter bauen, aber gut. Ist nicht schlimm. Die müssen fertig sein, die Sachen. So. Für die, die jetzt aktiv dabei sind gerade, das Projekt wird auf meinen Kanal kommen. Für die, die es interessiert. Das Projekt wird auf meinem Kanal erschienen. Das, ich habe schon meine Aufnahme gemacht. Die Videos werden demnächst kommen. Und das ist jetzt ein Live-Let's Play. Deswegen streame ich das einfach mal ein bisschen, damit ich auf den Chat eingehen kann. Dass es nicht ganz langweilig ist. Spiel ein bisschen weiter. Und das Video wird später auf dem Kanal erscheinen. Glocke aktiv. Das ist nett von dir. Die Abos werden momentan leider nicht angezeigt. Was heißt leider? Die Abos werden momentan nicht angezeigt. Nach dem Stream bzw. nach der Aufnahme werde ich alles vorlesen. Damit die jetzt nicht stören, habe ich sie deaktiviert hier raus. Habe jetzt irgendwas falsch gemacht? Ich brauche jetzt den Controller. Na gut, ich kann es natürlich höher bauen. Ich glaube, ich habe doch zu viele Böcke gemacht. Pech. Kann ich das irgendwie zurückmachen? So kann ich nicht. Nö, kann ich nicht machen. Kann ich nur schmelzen. Was passiert, wenn ich die schmelze? Was kann ich daraus machen? Auch nur einen Tisch. Okay, das ist egal. Dann muss ich mal ein paar neue machen. Dann habe ich jetzt mich leider verklickt, weil ich eher auf den Chat geachtet habe. Ja. So, dann noch viel Spaß dir. Schau nach meinem Stream nochmal vorbei. Mach das, ich werde noch ein bisschen länger streamen. Bis heute Mittag irgendwann. So 14, 15 Uhr. Bis dahin auf jeden Fall. Und vielen Dank für deinen Push. So, bis dahin werden auf die Benachrichtigungen vielleicht aktiviert, vielleicht meist doch im Stream. Ist ja eigentlich ganz nett. Deswegen, wenn ihr nachher nochmal dabei seid, unsere kommt, würde mich freuen. So, jetzt möchte ich aber erstmal weitermachen. Mit bisschen Grout. So, den haben wir auch mit. So, da rein. Dahin. Langsam kenne ich das Rätsel doch auswendig. Welches Stück? Dann kann ich das auf 2 aufteilen. So. Ach, hier habe ich noch Bricks. Das ist natürlich gut, dass ich die nicht alle aufgebraucht habe. Habe ich die nicht rausgenommen? Ich dachte, ich habe die rausgenommen. Ne, aus dem habe ich es wohl vergessen. Weil hier nichts mehr drin ist. Na gut. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen einen Smeltery Controller. Den Controller, das ist noch eine Workbench. Da muss ich echt nachgucken. Tinkers. Construct. Smeltery. Controller. So, also einmal rum. Den kann ich glaube ich hier reinsetzen. Punk in die Mitte hin. Sieht ein bisschen schön aus. So, den Controller habe ich. Jetzt brauche ich noch einen Tank oder einen Tank. Tank. Auf jeden Fall ein Tank. Auf Deutsch ist Fenster oder Glas. Ein Tank brauche ich doch noch. Links da, Smeltery. Tank brauche ich doch Glas. Glas habe ich glaube ich noch.
Von den Koppelgeneratoren, ja. Habe das Rezept wieder vergessen. Ganz einfach eigentlich. Controller. Jetzt der Tank. Den Tank packe ich. Ja, komm, packen wir hier neben hin. So, scheint zu funktionieren. Was habe ich denn letztes Mal falsch gemacht? Also, ich habe es in der Testwelt nachgebaut. Ups. Der sollte nicht weg sein. Gut. Jetzt müssen wir die Lava nehmen. Pack sie da rein. Ich habe extra ein bisschen Lava gemacht. Der Tank ist voll. Da ist schon ein bisschen was verbraucht. Okay. Mal sehen, was er braucht. Kein Problem. Finde ich nicht schlimm. Klicken wir mal was nach. Holen wir die Steine hier raus. Theoretisch ist die Aufgabe jetzt erledigt. Ich habe eine Smeltery gemacht. Ich sage irgendwie was Wichtiges. Ich gucke mal kurz auf die Anleitung. Okay, sie ist noch nicht ganz fertig. Stimmt. Habe ich mir schon gedacht. Ich bräuchte nämlich jetzt noch ein paar andere. Drain und Faucet. Das überlege ich gerade. Eigentlich habe ich die falsch schon draufgesetzt. Aber gut. Soll ich jetzt noch einen höher machen können? Ne, dann mache ich das anders. Ich brauche nämlich noch einen Drain. Dafür habe ich auch keine Dinger mehr. So, der Drain. Der Faucet. Ausfluss. Und da, wo es rausläuft. Jetzt noch ein Tisch. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Das muss ich nachgucken. Table. Ganz mal Table. Die eine Hose. Gut, damit es auch irgendwo rauflaufen kann. Ich kann es natürlich hier auf dem Weg finden, ist aber doof. Oder hier noch die Dinger. Hol die erstmal rum. Das muss nicht ganz symmetrisch sein. Weil, da müsste ich jetzt umsetzen. Das ist doof. Was geht so, wenn es hier am Eingang ist? Wobei, ich hätte es natürlich nur einen nach hinten setzen können. Wieso hin? Aber komm, das stört jetzt nicht. Vielleicht baue ich das später irgendwann nochmal um. Das soll uns jetzt nicht stören. So, aber ich mache hier mal das Loch rein. Hier muss die Lücke rein. Die drei Sachen brauche ich jetzt. Hier muss dann nämlich der Tisch rein. Hier muss der Drain rein. Und hier das Faucet, damit es darauf laufen kann. Und zum Proben habe ich dort Zombiefleisch. Daraus machen wir Blut. Schmeiße ich da rein. Das läuft durch, das ist gut. Kriegt daraus Blatt. Aus Blatt kann ich was machen. Mal gucken. Blatt, das kann ich rausfließen lassen, dann kriege ich glaube ich Schleimbälle raus. Das kann ich mit dem Ei machen, wieder zurück. Wobei, Transform. Schleim, brauche ich Schleimbälle. Ah ja, nicht schlecht, ne? Schleimbälle kann man auch benutzen. Aber wozu brauchen wir die normalerweise? Vielleicht kenne ich mich mit dem Mockback noch nicht ganz so gut aus. Also man kann, ich kann hier aufklicken, kommt sie rausgelaufen, da scheint so ein Ball dann. Wenn ich genug hätte. Hatte jetzt allerdings nicht genug. So, da fehlt eine Textur. So, jetzt würde ich sagen, komme ich mal kurz um die Tierfarm, die ich damit mache. Nämlich die Tierfarm, wo die Tiere gleich spawnen können. Ich finde, mein Insel nimmt doch schon ein bisschen Gestalt an. Ich sollte mir einen neuen Coop machen. Eine neue. Das hält sich, glaube ich, nicht mehr aus. So. Ach nee, wo darauf klicken. So. 4, 5, 6, 7. Hook habe ich. Eine Axt habe ich auch noch. Denn. Okay, hat funktioniert. Wir haben einiges an Fäden gesammelt.
Da jetzt einmal kurz die Bäume. Hier ist auch alles weg. Machen wir hier. Dann holen wir nochmal die Setzlinge. Die Äpfel auch. So. Dann muss ich das Inventar kurz etwas leeren. Dann muss ich nochmal was Besseres finden. Immerhin habe ich jetzt Fäden. Ich weiß nicht, ob man die auch kompostieren kann. Kann man. Bringt nicht ganz so viel. Aber egal. Kann ich die reinwerfen? Nee. Also ganz ehrlich, das Metri kenne ich mich noch nicht aus, was jetzt der Vorteil woraus ist. Ich weiß aber, wenn ich das jetzt nicht sortiere, vergesse ich es später. Ich schmeiß hier nochmal ein paar Steine rein. So, Stein. Die kann ich ja zusammen craften. So. Hier kommt das Holz und so alles rein. Sehr schön. Jetzt komme ich mir mal ein bisschen um die Erde. Dann brauche ich Grassamen. Grassamen habe ich irgendwo liegen. Da aber nicht drin. Iron. Gras sieht's so. Eigentlich 20 Blöcke weg. Hier ist die Mitte, ja. Ich mache es erstmal aus. Komm, ich mache es aus Stein. Ich kann es später immer noch hübsch machen, wenn ich Interesse dazu habe. So, das runter. Das und das dann. Da steht 25 im Buch drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wir machen erstmal 3x3. So, dann packe ich hier schon mal. Einmal kommt, das reicht auch. Die kann jetzt in jede Richtung gehen. Damit ich hier nicht runterplumps. Oder eben auch in die Richtung wieder zurück. Mach ja immer, ich mache nicht nur ein. Das habe ich damit zu Anfang, aber. Das ist zu gefährlich. Da plumpst man nämlich gleich mal runter. Schau, wie ich bin. Doch, ich habe die Spitzhacke mitgenommen. So schau, wie ich bin, sage ich doch. So. Theoretisch habe ich jetzt die nächste Aufgabe erfüllt. Ich habe ja eine Fläche gemacht, wo Tiere drauf spawnen können. Die werden da noch nicht ganz so drauf spawnen. Das muss nämlich erst alles mit Gras sein. Und nämlich ich dachte, Tiere spawnen nicht mehr so. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Fackeln. Achso, ich habe ja Inventar. Kein Holz mehr. Geht es so? Ich habe mich auch gewundert. So, ich brauche nicht zwei Stück manchmal. Also zweimal draufklicken. Guck einmal hier. Da ist nichts mehr. Es darf nichts Gelbes zu sehen sein, dann kann ich auch nichts mehr spawnen. Wenn ich schon dabei bin, setze ich auch nochmal hier ein paar Sachen. Mal irgendwann auch nochmal schöner auch mit einem Rahmen. Wenn ich noch ein bisschen mehr Holz habe und so. Das mache ich dann als eigenständigen Part irgendwie. Optische Verschönerung nenne ich ihn dann. Und dann mache ich mal alles ganz schön, so wie ich es gerne haben möchte. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes noch einmal in Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Wir sehen uns das nächste Mal und tschüss.